Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten hier aus der Garnison. Und zwar habe ich da wieder insgesamt 20 zusammengesammelt. Wir haben hier einmal große Kiste mit Bergungsgut. Und da wollen wir jetzt einmal gucken, was so drin ist. Ich brauche nämlich da noch ein paar Items. Wenn wir hier drüber schauen, beim DK ist es nur eine Waffe und ich hoffe, dass die jetzt mal drin ist. Ich würde sagen, machen wir die Dinger mal auf und gucken mal. Okay, wir haben jetzt zweimal nix, dreimal nix, viermal nix, oder beziehungsweise nur Garnisonsressourcen, aber die brauche ich ja nicht, ich brauche quasi nur T-Mock. Und da jetzt noch dieses eine Teil, oh, was haben wir da? Da haben wir einen Helm, aber den habe ich tatsächlich schon, der bringt mir leider nix. Ja, ein bisschen Garnisonsressourcen, okay, das ist eher Mystik, nochmal Garnisonsressourcen. Mit dem Zeug kann ich mich zuschmeißen, ne? Da kannst du dann hier alle möglichen Mats kaufen von. Die sind ehrlich gesagt auch nicht viel wert, aber Kleinvieh machst du halt auch Mist, ne? Wenn du ein paar hundert von denen kaufst, dann hast du auch ein bisschen was in Gold zusammen. Aber deswegen mache ich es ehrlich gesagt nicht, ne? Ich brauche halt hauptsächlich noch die Sachen, diese T-Mock-Dinger, und danach werden keine Missionen mehr gemacht, wenn ich die dann mal endlich alle haben dürfte. Oh, was haben wir da? Eine Brust, die habe ich auch schon. Na, zumindest kriegen wir jetzt schon mal was. Oh, Schuhe haben wir gekriegt, okay. Weiß nicht, ob ich den Loot-Spec noch umstellen soll, ne? Aber ich glaube, das dürfte nichts ausmachen, tatsächlich. Weil beim DK steht dran, dass ich mit allen drei Specs das kriegen kann. So, das ist jetzt die letzte Kiste. Ja gut, das war mal wieder eine Nullnummer. Sehr schade. Ich muss ein paar mehr Kisten wieder farmen. Und sobald ich wieder genug habe, melde ich mich wieder an der Stelle. Verabschiede ich mich jetzt schon mal. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.